Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Anfangs dieses Videos möchte ich gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Infobox aufmerksam machen, die sich unterhalb von diesem Video befindet. Ihr findet in dieser Infobox zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende und könnt sie euch dort genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links sowie meiner E-Mail-Adresse. Info- und Special Videos könnt ihr dort ebenso finden, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading steht da unten verlinkt, genauso wie auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessenfall natürlich auch gerne ansehen. In einem allgemeinen Reading gibt es manche Grundregeln, zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden und dass es häufig auch vorkommen kann, dass die Rollen vertauscht sind. Ich würde mich natürlich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn ihr die eine Lebenssekunde entbehren könnt. Genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit auf jeden Fall viel anfangen. Euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude und Vergnügen bei dem Reading. So, liebe Jungfrauen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Euer Krafttier für diese Zeitspanne können wir hier schon sehen. Der Wal ist das und die Rückverbindung ist eure Hauptenergie. Verankere dich in dir, dein Meister, dein Heiler, deine Trösterin, dein Schutz und deine Kraft. Alles ist bereits in dir. Es scheint hier viele von euch mit einer Herausforderung zu tun zu haben. Ich glaube, dass da einige von euch eine Art über sich selbst hinauswachsen praktizieren müssen. Möglicherweise herrscht hier eine Art Unfreiheit, eine Art Eingeschränktheit. Der Selbstwert oder das Selbstvertrauen könnte hier auch unter gewissen Umständen gelitten haben in der Vergangenheit. Dieses Verankere dich in dir bedeutet, für sich selbst ein Fels in der Brandung zu sein, sich auf sich selbst auch verlassen zu können, nicht das Gefühl zu haben, unvollständig zu sein, nicht das Gefühl zu haben, fehl am Platze zu sein. So eine gewisse Souveränität, eine gewisse Kompetenz, die scheinen hier einige von euch in sich selbst entdecken zu müssen. Das möchte ich mir natürlich jetzt in diesem Reading genauer anschauen. Und die erste Karte in diesem Reading ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist eine Karte, die häufig auf eine Entscheidung hindeutet oder hinweist, eine Entscheidung, die, da sie hier am Anfang schon präsent ist, bereits getroffen sein konnte, beziehungsweise ist das eine Entscheidung, die auch noch gut und gerne aussteht. Die Gerechtigkeit kann auch manchmal für das Karma stehen, manchmal auch für die Ausgeglichenheit, für diese Ruhe, für diese, man könnte auch Fairness dazu sagen, aber vor allem geht es hier im eigenen Gleichgewicht zu bleiben, sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sich vielleicht auch nicht immer alles gefallen zu lassen. Da geht es hier auch manchmal darum. Die Gerechtigkeit möchte ich mir natürlich noch genauer ansehen. Der Herrscher. Hier haben wir eine ganz klassische Tarotkarte, die für das Gegenüber steht. Dieser Herrscher ist häufig ein Mensch, dem ihr größere Bedeutung zuschreibt, jemand, der für euch von größerer Wichtigkeit sein kann, jemand mit einem vielleicht auch größeren Einfluss auf euch. Der Herrscher kann eine Person sein, der ihr näher kommen möchtet. Vielleicht liebt ihr diese Person, vielleicht könnte das aber auch eine Person sein, die einen prägenden Teil in eurem Leben ausmacht, wie zum Beispiel ein Elternteil oder eine Schwester oder ein Bruder von euch. Das kann natürlich auch das eigene Kind sein. Es wäre ebenso möglich, dass dies eben der beste Freund oder die beste Freundin ist. Also nicht immer ist im Herrscher die Person, die man liebt, mit der man zusammen sein möchte und mit der man eine Familie gründen möchte, dargestellt, sondern manchmal sind es schlichtweg Personen von Bedeutung, die in eurem näheren Freundes- oder Bekanntenkreis eine doch schon größere Rolle spielen können. Den Herrscher möchte ich mir genauso noch weiterhin anschauen, um ihn oder sie eben etwas eingrenzen zu können. Die 10 der Kelche habe ich hier in der Mitte des Readings oben. Die 10 der Kelche ist generell eine sehr positive Karte. Es steht hier häufig für Harmonie, für Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit. Teilweise kann man hier auch von der Wunscherfüllung sprechen. Es scheint also hier mit diesem Herrscher verknüpft, ein ganz bestimmtes Vorhaben zu sein. Entweder ist das dieses sich gutstellen mit jemandem, möglicherweise auch jemandes Gunst zu erwerben, möglicherweise aber auch jemanden erst einmal auf sich selbst aufmerksam zu machen. Das kann, wie gesagt, sehr individuell sein und kommt natürlich dann auch speziell auf euer Vorhaben an.
Aber mit den Zehen der Kelchen liegt es hier doch schon deutlich nahe, dass viele von euch eurem Ziel, eurem Wunsch, eurem Traum ein gehöriges Stück näher kommen können. Gerade weil diese Karte sich in der Mitte oben befindet, überstrahlt sie so ein wenig dieses ganze Reading und es scheint hier zu der ein oder anderen Solvierung eines Problems zu kommen. Möglicherweise dort, wo man vorher nicht wusste, wie man weiterkommen soll, könnte man hier tatsächlich weiterkommen, entweder durch eigenes Tun und Handeln oder durch natürlich auch Umstände, die sich hier ereignen. Auch das möchte ich mir noch genauer anschauen. Die 5 der Kelche, eine sehr gegenteilige Energie zu den 10 der Kelchen. Die 5 der Kelche spricht von Trauer, von Reue, von Missmut oder manchmal auch tatsächlich dem falschen Fokus. Die 5 der Kelche auf den Herrscher gespiegelt bedeutet, dass man etwas ganz Bestimmtes an jemandem vermisst oder man vermisst tatsächlich per se diesen Menschen in eigenem Leben. Das kann genauso sein. Dass man hier sich wünschen würde, ist hier dargestellt, dass dieser Mensch vielleicht etwas offener ist, vielleicht etwas zugänglicher ist, vielleicht etwas verständnisvoller ist, vielleicht auch redseliger ist. Man kann sich vieles wünschen von einem ganz bestimmten Menschen, aber das würde man nicht tun, wenn dieser Mensch einem egal wäre. Nur wenn dieser Mensch einem wichtig ist, dann hat man da auch so ganz bestimmte Wünsche, Anstrebungen, Anregungen, kann man auch teilweise sagen. Aber etwas ganz Bestimmtes lässt euch hier in einer Art Mangel zurück. Entweder, wie gesagt, etwas, was dieser Mensch gerne tun soll, gerne sagen soll, was ihr gerne hören würdet. Oder ist es tatsächlich das Fehlen dieses Menschen per se dargestellt, dass dieser Mensch womöglich sich rar gemacht hat, sich vielleicht schweigsam präsentiert, dass sich vielleicht auch eure Wege bereits getrennt haben und jetzt wieder zueinander finden sollen. All das sind hier beispielhafte Formulierungen, die diese 5 der Kelche-Energie erklären kann. Der Wagen. Der Wagen steht für Fortschritt, für Progress, für ein Weitermachen, ein Durchkommen dort, wo man vorher nicht weitergekommen ist. Der Erfolg oder der Teilerfolg kann darin auch häufig verkörpert sein. Der Wagen hat etwas mit Schnelligkeit zu tun. Er ist auch die schnellste Karte, die es im Tarot überhaupt gibt. Man will also hier eine ganz bestimmte Freude, ein ganz bestimmtes Glück, könnte man auch sagen, erreichen. Ich glaube, dass generell, was eine derartige Energie angeht, vieles vermisst wird. Entweder, wie gesagt, generell dieser Herrscher oder vielleicht auch das Zutun dieses Herrschers, vielleicht auch sein oder ihr Einverständnis, vielleicht auch seine oder ihre Gunst. Das kann ich mir noch sehr variantenreich vorstellen. Aber die Entscheidung fiel hier potenziell bereits weiterzumachen, mit anderen Worten, das nicht aufzugeben. Am Ball zu bleiben, könnte man tatsächlich auch sagen. Ich glaube, ihr werdet hier nicht Halt machen, um euren Weg weiter fortzusetzen. Und ihr lasst euch da auch nicht von jemandem einreden, ihr lasst euch da auch nicht unbedingt in die Quere kommen. Dieses Verankere dich in dir scheint mir tatsächlich so eine Art, ja, Stolz zu sein. Es scheint mir vielleicht auch eine gewisse Hartnäckigkeit oder ein gewisser Ehrgeiz zu sein, dass ihr euch zutraut, das zu schaffen, was ihr euch als Ziel vorgenommen habt. So kommt mir energetisch gesehen diese erste Reihe doch schon sehr deutlich vor. Da möchte ich natürlich dann auch noch mehr klären und spiegeln. Die 9 der Stäbe ist hier im Outcome. Die 9 der Stäbe ist eine ganz klassische Vergangenheitskarte. Hier geht es darum, dass etwas, was bereits passiert ist, in Zukunft nicht wieder passieren soll. Da kann man beispielsweise wirklich auch Rückschlüsse ziehen, da kann man reflektieren und weiß dann auch, wo es haperte, wo die Wurzel allen Übels ist beispielsweise, wo man etwas gesagt hat oder getan hat, was man vielleicht schon direkt danach bereute. Und dass man das dann versucht zu unterlassen, ist dann ein Bestreben, welches dann in Zukunft natürlich angestrebt ist. Deswegen ist eine Vergangenheitskarte hier im Outcome, sprich in der Zukunft. Dieses Reflektieren, dieses zu wissen, woran es gelegen hat und dann fortan versuchen, das Ganze eben nicht mehr zu wiederholen, aus Fehlern lernen. Und aus Fehlern lernen ist so eine Formulierung, die man mal ganz leicht daher sagt. Ich wundere mich tagtäglich, wie Menschen schlichtweg nicht aus ihren Fehlern lernen können oder gelernt haben. Manche Menschen können sich ja eigene Fehler nicht einmal eingestehen. Und dieses aus eigenen Fehlern lernen ist meiner persönlichen Meinung nach etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir haben hier das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen ist eine Chance, eine Option, die man ziehen kann, eine Gelegenheit und eine Möglichkeit, etwas zu tun, wofür man sich auch entschlossen hat.
Es ist hier mit dem Ass der Münzen auf die Gerechtigkeit so, dass viele von euch vielleicht auf einen bestimmten Zeitpunkt gewartet haben oder vielleicht immer noch warten. Das kann ich mir genauso vorstellen, wenn die Zeit reif ist, könnte man sagen, oder wenn sich ganz bestimmte Entwicklungen zu euren Gunsten sich ereignen. Das heißt, ihr habt euch hier potenziell entschlossen, dazu den Weg fortzusetzen, das, was da in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht ungeschehen zu machen, vielleicht auch drüber zu stehen und trotzdem dort weiterzumachen, wo man vielleicht aufgehört hat. Ich glaube, dass da viele von euch sich zu einem derart gemeinsamen Ziel entschieden haben bereits, das dann natürlich mit diesen Menschen hier im Zusammenhang steht. Es wäre gut und gerne aber auch möglich, dass man die Vergangenheit in dem Sinne hinter sich lassen möchte, dass man hier diesen Menschen loslassen will, dass man von diesen Menschen sich reinwaschen möchte, so könnte man es etwas metaphorisch formulieren, aber ich glaube, wie auch schon gerade gesagt, diese Gerechtigkeit, diese Entscheidung dazu, die ist bereits gefallen. Nur ist hier mit dem Ass der Münzen dargestellt, dass man eine Chance, eine Gelegenheit oder einen Moment braucht, in dem man A, das Ganze einleiten kann, wenn es dann eher um Wiedervereinigung oder um Weitermachen geht im gemeinsamen Sinne, oder B, dass man hier eine Art Test bräuchte, um zu wissen, wie weit bin ich bei meinem Loslass-, Heilungs- oder Bewältigungsprozess. Man kann diese Kombination hier auf die eine oder auf die andere Sichtweise aus betrachten, beziehungsweise auf die eine oder auf die andere Interpretationsweise auch dann identifizieren. Das kommt noch ganz speziell auf eure persönliche Situation an. Die Rückverbindung kann man tatsächlich in beiden Situationen erahnen und auch so darstellen. Das ist der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Eine Hofkarte oder generell alle Hofkarten, die haben meistens nichts damit zu tun, in welchem Element sie stehen. Also hier muss das erstens mal kein Luftzeichen sein. Und zweitens mal ist die Charakteristik entscheidend. Und ein Ritter der Schwerter kann in dem Sinne dann ein Luftzeichen, ein Erd-, ein Feuer- und ein Wasserzeichen sein. Das ist ganz davon unabhängig. Vorausgesetzt ist, dass dieser Mensch, der darin abgebildet ist, ganz bestimmte Charakteristiken besitzt. Der Ritter der Schwerter ist eine extrem ehrgeizige Person, eine Art, ja, Brechstangen-Bernhard, sage ich da immer sehr gerne dazu. Das ist jemand, der recht schnell ungeduldig wird. Das ist jemand, der sehr darauf beharrt, das zu bekommen, was er oder sie meint, haben zu dürfen. Das ist jemand, der schwer zufriedenzustellen ist, jemand, der ja meistens auch größere Ziele vorhat, sich vielleicht dabei etwas übernimmt, manchmal etwas vorschnell ist, manchmal auch, wie gesagt, sehr ungeduldig, teilweise auch etwas ungemütlich sein könnte. Der Ritter der Schwerter ist auch eine Kommunikationskarte. Und die Kommunikation, die scheint hier mit eurem Gegenüber oder von eurem Gegenüber auskommend nicht unbedingt die harmonischste zu sein. Da könnte man sich Dinge an den Kopf werfen, gegenseitig vielleicht sogar. Da könnte man die Schuld beim jeweils anderen suchen. Beispielsweise kann man hier jemanden kritisieren, vielleicht sogar scharf kritisieren. Und diese Kritik ist in keinster Weise irgendwo nachvollziehbar oder gerechtfertigt. Also gerade was die Kommunikation angeht, scheinen ihr und euer Gegenüber hier nicht unbedingt auf einer Wellenlänge zu sein. Es mag sich auf etwas beziehen, was bereits zwischen euch beiden in der Vergangenheit passiert ist. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Es kann sich aber auch gut und gern auf das Ziel beziehen, auf dieses, wie macht man weiter? Da scheint ihr doch schon sehr unterschiedlicher Meinung zu sein, liebe Jungfrauen. Und dort einen gemeinsamen Ansatz oder eine gemeinsame Lösung zu finden, das scheint mir hier das größere Bestreben zu sein. Das ist dort, wo man den Hebel ansetzen müsste. So kann man es tatsächlich auch formulieren. In der Mitte des Readings auf die 10 der Kelche haben wir den Turm. Ein Turm in der Mitte eines allgemeinen Readings, den hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist bedeutsam. Auf jeden Fall verändert das hier einiges in dieser Situation. Der Turm ist eine plötzliche Überraschung, die positiv oder negativ sein kann. Definitiv etwas, ist es etwas, was man nicht vorhersehen hat können, womit man nicht gerechnet hätte, was urplötzlich passiert. Und der Turm auf die 10 der Kelche lässt zunächst einmal etwas Positives suggerieren, weil, wie auch schon gesagt, die 10 der Kelche eine grundweg positive Karte ist. Aber das, was daraus folgt, hier beispielsweise zu sehen, die 5 der Kelche, könnte diesen Turm auch natürlich dann auch zu einer
eine Art Misere machen, so eine Art Hiobsbotschaft machen. Den muss ich mir hier unten vor allem noch genauer anschauen. Was ich hier deutlich entdecken kann, ist, dass dieser Turm potenziell von eurem Gegenüber ausgelöst wird. Beispielsweise, und das würde jetzt wie auch schon gesagt noch sehr auf diese Karte hier unten ankommen, beispielsweise läuft man sich hier wiederum über den Weg, wobei man genau das tunlichst vermeiden wollte. Es passiert hier potenziell genau das, was man hier versucht hat zu kommunizieren oder auszusprechen. Ich will dich nie wiedersehen, könnte man beispielsweise während eines Streits oder einer Auseinandersetzung gesagt haben. Und tatsächlich passiert dann genau das. Es kann hier gut und gerne auf etwas derartiges zurückzuführend sein, was man im ersten Moment negativ interpretiert, was sich unterm Strich und im Rückblick betrachtet, aber als positiv herausstellt. Solche Situationen gibt es sehr häufig tatsächlich im Leben, die man im ersten Moment nicht wirklich als gut wahrnimmt. Aber wenn man das dann ein bisschen zerdenkt, wenn man sich das dann nochmal Revue passieren lässt, dann muss man feststellen, das war eigentlich ganz gut, so wie es passiert ist. Und vielleicht habe ich hier eine solche Situation dargestellt, das möchte ich, wie gesagt, hier unten noch etwas mehr angrenzen. Die Sechs der Schwerter. Das ist Zukunftsorientierung, das ist definitiv ein Plan, eine Struktur, eine Art Erfolgsrezept, das man hier haben kann. Die Sechs der Schwerter ist Vorausschau, Vorausdenken. Das ist häufig auch so etwas wie ein Imaginieren oder Manifestieren. Man stellt sich hier eine ganz bestimmte Situation in der Zukunft vor. Man malt sich das aus, sozusagen. Die Sechs der Schwerter, genauso wie der Wagen hier, sind zukunftsorientierte Karten. Das heißt, viele von euch wollen hier weitermachen. Viele von euch wollen nicht in der Vergangenheit festsitzen oder festhängen. Ich glaube, dass es hier womöglich auch darum geht, weniger nachtragend zu sein. Und einer von euch beiden, mindestens, vielleicht sogar beide, können sehr nachtragende Personen sein. Ich nehme es eher an, dass es einer von euch beiden ist, der noch vielleicht sogar permanent an irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist, denken muss, hat das stets vor Augen, verbindet es mit dem jeweiligen Gegenüber und ist deswegen nicht gut auf jenen Menschen zu sprechen. Und ich glaube, dass man hier mit den Sechs der Schwerter, worauf jetzt auch der Ritter der Schwerter gespiegelt ist, da hofft man oder man stellt sich vor, das kann jetzt so oder so sein, erstens mal hofft man, dass diese Situation sich auflöst, dass man nicht jedem ständig seine Fehler vorwerfen muss oder eben auch ständig kritisiert werden könnte, dass man vielleicht auch etwas vergessen machen kann, was damals vielleicht auch aus den Bahnen lief oder was damals schief gelaufen ist. Dieses zukünftige Hoffen, das scheint mir hier aber mehr und mehr mit den sechs Schwertern und mit den fünf Kelchen, ich sage jetzt mal, unwahrscheinlicher zu werden. Ich glaube, je länger sich das hinzieht und je länger ihr vielleicht nicht miteinander redet oder nicht gut aufeinander zu sprechen seid, desto weniger Erfolgspotenzial malt man sich die Zukunft betreffend aus. Mit den Sechs der Schwertern und dem Ritter der Schwerter in der Spiegelung, mit der Klärung auf die fünfte Kelche, also was die Zukunft angeht, da scheint mindestens einer von euch beiden nicht unbedingt die größten Erfolgschancen für eine Art gemeinsamen weiteren Weg zu erahnen oder zu empfinden. Ich glaube, da würde mindestens einer von euch beiden sagen, nee, dieser Mensch, der soll mir fernbleiben, dieser Mensch soll mir gestohlen bleiben, ich möchte mich absetzen von diesen Menschen. Und ich glaube, das würde gerade für jene von euch resonieren, die sich hier tatsächlich von diesen Menschen losreißen wollen, die sich quasi mit sich selbst rückverbinden wollen, weil hier alles in euch drin ist. Viele von euch fehlt es vielleicht an der Realisation, dass ihr, um glücklich zu sein, niemanden unbedingt an eurer Seite braucht. Das ist so eine Art Erkenntnis, die hier manchen von euch, vielleicht auch von euren Gegenübern, noch fehlen könnte. Auf den Wagen haben wir den Teufel und man hat hier definitiv den Eindruck oder den Anschein, dass man, egal was man tut, nicht vorankommt. Ich sprach gerade tatsächlich vom Loslassen. Und der Teufel kann für Anhängsel stehen, kann für Koexistenz stehen, kann dafür stehen, dass man sich unvollkommen fühlt, ohne einen ganz bestimmten Menschen an der eigenen Seite. Der Teufel auf den Wagen bedeutet, dass man ja, das Gefühl hat, sich im Kreis zu drehen, dass man das Gefühl hat, gegen eine Wand anzurennen oder einen ja, kilometerhohen Berg erklimmen zu müssen. Ja, und dabei hat man keine Kletterausrüstung dabei. Also eine Art fast schon unmachbare Aufgabe. Mit dem Teufel und dem Ass der Münzen in der Spiegelung warten, glaube ich, viele von euch seit einer längeren Zeit vergebens darauf, dass es sich von alleine regulieren würde. Ich glaube, da
haben viele von euch so eine Art Tugend gefolgt, die da heißen könnte, kommt Zeit, kommt Rat. Und hier ist schon sehr viel Zeit vergangen und besser zu wissen, was man jetzt tun sollte, dass es dir nicht passiert. Oder eine andere Tugend nennt sich, die Zeit heilt alle Wunden. Und jetzt sind hier 2 Jahre seit eurem Streit vergangen. Und es tut noch genauso weh, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Also man hat sich vielleicht auf etwas ganz Bestimmtes bislang verlassen, nämlich dass es sich von alleine wieder regelt. Vielleicht war man da etwas rücksichtsvoll, vielleicht war man da auch etwas zurückhaltend absichtlich, weil, wie gesagt, der Eindruck, dass das Gegenüber vielleicht den ersten Schritt auf euch zumachen müsste oder dass es sich von alleine wieder regelt, dass das die Zeit wegspült sozusagen. Ich glaube, das hat sich hier nicht unbedingt ausgezahlt für viele von euch oder von euren Gegenübern. Das kann auch hier vice versa diese Energie sein natürlich. Und deswegen braucht man hier eine Art Überzeugung, dass man das schaffen kann, was man hier angestrebt hat. Man muss davon überzeugt sein, das, was man vorhat zu erreichen, kann man auch erreichen. Und diese Überzeugung, auch Rückverbindung kann man natürlich dazu sagen, dieses verankere dich in dir, alles steckt in dir, das ist tatsächlich im übertragenen Sinne etwas derartiges, was mit diesem Mut zu tun haben kann, was mit dem Tapfersein zu tun haben kann, aber vor allem damit zu tun hat, wie viel kann man sich selbst zutrauen. Die 4 der Münzen, die Gewichtung, die Priorisierung, teilweise ist das auch Besitz oder Reichtum. Mit den 4 der Münzen meine ich eher, ist hier diese Gewichtung dargestellt, dieses Wichtigste, dieses Unbedingte, könnte man auch dazu sagen. Die 4 der Münzen in der Verbindung zu den 9 der Stäben besagen, dass es einem extrem wichtig ist, die Fehler, die man in der Vergangenheit begangen hat, nicht zu wiederholen. Dafür ist es aber auch erst einmal wichtig zu wissen, was für Fehler man in der Vergangenheit überhaupt gemacht hat, diese sich einzugestehen, diese anzuerkennen, diese überhaupt mal wahrnehmen zu können. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, das ist etwas, was so wenige Menschen können. Ich glaube, ihr macht das sogar fast schon akribisch, wo ihr Fehler gemacht haben könntet, was vielleicht falsch gewesen ist. Und man sucht hier nicht nur die Schuld am Gegenüber, man wälzt hier nicht alles an jemanden ab, so wie man es vielleicht kommuniziert. Aber ich glaube, dass hier viele von euch auch in sich selbst hineinspüren und vielleicht dann auch dort erkennen können, das eine oder andere hätte ich vielleicht auch selbst besser machen können. Das ist nichts, was ihr nach außen hin zugeben müsst. Das ist komplett irrelevant. Aber ihr müsst es für euch selbst euch zugeben können. Ihr müsst es euch eingestehen können. Das ist das Wichtige. Was nach außen hin passiert, ist eigentlich völlig egal. Aber dafür, dass man wirklich wissen kann und sich darauf verlassen kann, Fehler in der Zukunft nicht mehr zu wiederholen, es ist absolut wichtig, eben auch einen derartigen Fehler erst einmal anerkennen und sich selbst eingestehen zu können. Die Rückverbindung, die wird jetzt hier mehr und mehr deutlich und hat etwas damit zu tun, mit diesem Meister, Heiler, Trösterin und Schutz und Kraft ist es, ihr habt eigentlich in euch alles, was ihr braucht und jeder Mensch macht Fehler und vielleicht haben viele von euch auch in Bezug zu eurem Gegenüber einen Fehler gemacht. Das kann natürlich ein jedweder Fehler sein. Wichtig ist es aber anzuerkennen, wichtig ist es zu realisieren und den Willen zu besitzen, zukünftig es besser zu machen. Das ist das A und O einer derartigen Energie, die hier vorherrschend ist und hier wird es einen Test geben, so wie ich es hier im Moment annehmen kann, beziehungsweise werde ich den Turm natürlich hier noch abwarten müssen mit dieser Karte in der Mitte. Die 7 der Stäbe, das ist bezeichnend für etwas derartiges. Bei den 7 der Stäben handelt es sich um Hürden und um Barrikaden, um Steine in eurem Weg, um dieses Versperren eures Weges. Die 7 der Stäbe auf die Gerechtigkeit bedeutet, jene Entscheidung bereits getroffen zu haben, weiterzumachen. Um jeden Preis, koste es, was es wolle. Man hat sich hier auf keinen Fall unterkriegen lassen wollen von dem, was da in der Vergangenheit passiert ist. Von vielleicht auch den Worten, die man hier von einem ganz bestimmten Menschen gesagt bekommt. Man hat sich nicht kleiner machen lassen, als man selbst tatsächlich sich betrachtet. So könnte man es tatsächlich ausdrücken. Ob das jetzt hier alles wahrheitsgemäß war, weil in einem Streit, in einer hitzigen Diskussion, da sagt man häufig mal Dinge, die man nicht wirklich meint. Da könnte man auch mal ausfallen und verletzend sein. Und ich glaube, dass da viele von euch sich derartige Streitereien, in Anführungsstrichen, sehr stark zu Herzen genommen haben. Und ich glaube, was hier hingegen dieser Situation passiert, ist, dass man das sehr gut weiß zu kategorisieren, sehr gut weiß, was man sich zu Herzen nehmen sollte
und was einem ja tatsächlich in das eine Ohr rein und in das andere auch wieder rausgehen kann. Worauf man Wert legt, worauf man keinen Wert legt, was wichtig ist und was eine Nebensächlichkeit ist. Dies zu kategorisieren, das ist etwas, was Menschen irgendwann anhand einer ganz bestimmten, wahrscheinlich sehr wichtigen Angelegenheit in ihrem Leben lernen werden. Und mit den 7 der Stäben auf das Ast der Münzen glaube ich, dass viele von euch da sehr viel Selbstarbeit betrieben haben, schon in der Vergangenheit und potenziell auf eine Art Chance jetzt zusteuern, sich selbst beweisen zu können, man hat es geschafft. Man hat sozusagen all das verarbeiten können, was da in der Vergangenheit einem Leid zufügte, was einem vielleicht auf den eigenen Weg zurückhielt. Und dieser Test, diese Prüfung, kann man auch dazu sagen, immer mehr und mehr meine ich, dass die hier mit diesem Turm und die 10 der Kelche dargestellt ist. Aber noch bleibt das abzuwarten. Nochmals die Gerechtigkeit. Ich glaube, dass die Gerechtigkeit hier nicht nur mit einer Entscheidung zu tun hat, sondern vielleicht sogar auch mit einem Urteil zu tun hat. Ein Urteil, welches ihr und euer Gegenüber potenziell sich gegenseitig bereits ein Urteil gesprochen haben, sozusagen. Ihr seid abgestempelt von einem ganz bestimmten Menschen und ein ganz bestimmter Mensch ist von eurer Seite aus abgestempelt worden. Ihr habt euch beide gegenseitig wahrscheinlich in eine gewisse Schublade gepackt. Ich sehe das hier als eine beidseitige Energie auf die Gerechtigkeit, bedeutet eine Art Urteil ist hier gefallen. Und ein Urteil könnte bedeuten, ich will nie wieder etwas mit diesen Menschen zu tun haben. Genauso wie es hier aber auch heißen könnte, ich will unbedingt mit diesen Menschen wieder auf einen grünen Zweig kommen. Und ich hoffe, ihr wisst, im Resonanzfall natürlich zu kategorisieren, ob ihr eher in dem Loslassprozess steckt, der hier genauso dargestellt sein kann, wie auch in diesem unbedingt wieder diesen Menschen näher kommen wollen. Dieser Wunsch nach einem gemeinsamen weiteren Weg. Auch der kann hier sehr deutlich dargestellt sein. Und in dem Sinne kann man diese Energien sehr beidseitiger Natur oder auch sehr widersprüchlicher Natur interpretieren. Und das kommt natürlich ganz auf eure persönliche Situation an. Der Turm ist hier mit der Kraft geklärt. Kann man nach wie vor doppeldeutig tatsächlich deuten. Die Kraft steht für Optimismus, für Positivität, für Tugendhaftigkeit. In manchen Fällen definitiv müsste man hier ein Risiko eingehen, um etwas dann tatsächlich auch wagen zu können, was man unbedingt erreichen möchte. Dieser gemeinsame Weg beispielsweise, der hier angestrebt sein kann, erfordert ein über sich hinauswachsen, ein über den eigenen Schatten springen oder, wenn man das jetzt hier mit dem Ritter der Schwerter verbindet, könnte man auch davon sprechen, dass einer von euch beiden über seinen Stolz hinwegsetzen sich müsste, dass der Stolz euch beiden womöglich im gemeinsamen Wege steht. Und das ist hier gerade mit der Mittelkarte, auch mit den 10 der Kelchen oben, dieses gemeinsame Glück könnte das sein. Mit dem Turm ist das etwas, was zerbrochen ist, etwas, was zerstört wurde und möglicherweise wieder errichtet, wieder aufgebaut werden soll. Aber was euch im Wege steht, ist der Stolz, den ihr beide unabhängig voneinander empfindet. Ich gehe nicht auf meinen Gegenüber zu, er oder sie hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte, deswegen muss er auf mich zukommen. Beispielsweise jetzt formuliert, das ist Stolz, unterm Strich ist das tatsächlich Stolz. In manchen Situationen kann man sogar von der Faulheit sprechen oder von dem sich leicht machen sprechen. Das Problem ist nur, wenn es anhand einer zwischenmenschlichen Situation beide machen, wird genau nichts passieren, weil beide bei dieser Haltung bleiben und dann steht einem eben der eigene Stolz im gemeinsamen Wege sozusagen. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn es sich hier eher um das Loslassen bezieht, dann könnte ich mir hier gut und gerne jene Prüfung vorstellen, die euch bevorsteht, um schauen zu können, habe ich diesen Menschen losgelassen? Wie viel bedeutet er oder sie mir stets jetzt noch? Könnte hier ein Turm passieren, wie beispielsweise ein scheinbar zufälliges Aufeinandertreffen. Man hat jetzt diesen Menschen seit Monaten nicht mehr gesehen und jetzt plötzlich steht er oder sie an der Kasse im Supermarkt vor einem. Und wie reagiert ihr jetzt? Was empfindet ihr jetzt? Spielen eure Gefühle euch einen Streich? Kommen euch sämtliche 100.000 Gedanken in dem Kopf? Brecht ihr zusammen? Oder würdigt ihr diesen Menschen keinen Blick mehr? Das ist diese Prüfung, die hier für manche von euch eine Art Reifeprüfung darstellen kann, um zu schauen, wie weit ist man bereits bei diesem Loslassprozess gekommen. Deswegen sage ich, man kann es hier nach wie vor zweideutig interpretieren, je nachdem, was ihr hier präferiert bzw. anstrebt. Die 10 der Kelche.
Liebe Jungfrauen, ob jetzt das eine oder das andere verfolgt werden soll, ihr scheint hier sehr gute Karten zu haben. Die zehn Kelche, vor allem hier auf die sechs der Schwerter. Das zeigt zum nächsten Mal an, dass ihr ein realistisches Vorhaben hier verfolgt. Ihr versucht hier nichts Unmögliches. Ihr versucht hier definitiv etwas wieder ins rechte Lot zu rücken. Hier mit den fünf der Kelchen, worauf die zehn der Kelche gespiegelt und hier auch noch triggern, sieht man das sehr deutlich. Es ist schlichtweg etwas, was plötzlich passiert, unvorhergesehener Art und Weise passiert, mit diesem Menschen hier zu tun hat. Und entweder damit zu tun hat, kommt man jetzt seinem Ziel loszulassen näher, oder ist man seinem Ziel, eine Wiedervereinigung zu erzielen, näher gekommen. Eine Art Prüfung, eine Art Momentaufnahme könnte ich mir hier gut und gerne vorstellen. Die zwei der Stäbe. Getrennte Wege. Also nach wie vor sehe ich hier mit diesen zwei der Stäben immer noch zwei Möglichkeiten, die euch hier bevorstehen könnten. Nummer eins hier mit der Spiegelung auf den Wagen. Wollen viele von euch diese zwei bereits getrennten Wege zu einem gemeinsamen Weg wieder verschmelzen lassen? Das heißt, eure Wege sollen sich hier treffen. Ihr arbeitet hier an einer Wiedervereinigung möglicherweise. Das bedeutet aber auch daran zu arbeiten, Fehler in Zukunft nicht mehr zu wiederholen. Vielleicht aber auch jemanden, dessen Fehler verzeihen zu können. Auch daran kann man natürlich arbeiten, logischerweise. Zwei der Stäbe und sieben der Stäbe. Dieser Weg ist definitiv kein einfacher. Dieser Weg ist ein langer. Dieser Weg ist ein herausfordernder Weg. Es gibt hier viele Hürden zu nehmen. Es gibt viele Problematiken zu solvieren. Aber ich glaube, dass ihr hier euch nicht schon entschieden habt, nur diesen Weg zu gehen, sondern dass viele von euch diesen Weg auch schon längere Zeit beschreiten. Und jetzt hier macht man kurz Rast, schaut auf die Landkarte und prüft, wie weit man auf diesem Weg schon gekommen ist, um das Ganze mit einer Metapher beispielsweise euch abzurunden bzw. versuchen näher zu bringen. Hier mit dem Teufel und den darauf geklärten zwei der Stäben kann es aber auch genau Gegenteiliges sein, nämlich diese Anhaftungen abzuschütteln. Der Teufel, wie gesagt, Anhaftungen, Koexistenz, das Gefühl, ohne jemanden nicht ganz vollständig zu sein. Und das ist meistens nur ein Gefühl, weil hier steht es schon, eure Trösterin, Schutz, Meister, Heiler, alles ist in euch. Ihr braucht niemanden, um komplett zu sein, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Und ob ihr es versteht, könnt ihr hier beispielsweise prüfen. Ob es so ist, dass ihr an diesen Menschen nichts mehr verbindet, dass ihr weder einen Groll an diesen Menschen noch hegt, noch dass ihr hier eine gewisse Verbindung verspürt, noch dass ihr hier weiche Knie bekommt, wenn dieser Mensch plötzlich in der Schlange vor euch steht am Supermarkt an der Kasse. Das ist hier diese Prüfung sozusagen. Ein gemeinsamer Weg oder ein alleiniger Weg. Beides kann hier sozusagen überprüft werden, wie weit ihr bereits gekommen seid. Und ergo lassen sich dann auch Rückschlüsse ziehen. Und genauso eine Karte habe ich jetzt hier erwartet, wie weit es noch zu gehen ist. Das Gericht hier ist erstens mal eine Erkenntnis, es ist eine Bewusstwerdung, es ist dann das Ergebnis der Prüfung, so könnte man es auch formulieren, weil dann weiß man schlichtweg, wo man steht und wie weit man gekommen ist. Und mit dem Gericht ist hier auch ein absehbarer Zeitpunkt dargestellt, ein Tag X, sagt man da dazu. Etwas, was ansteht in Zukunft. Teilweise hat man sich hier womöglich auch eine Art Frist gesetzt. Bis zu dem und dem Datum möchte ich mein Ziel erreicht haben. Entweder nichts mehr auf diesen Menschen zu geben, diesen Menschen vielleicht vollkommen zu vergessen, keine Anbindung mehr zu empfinden und mich für mich alleine gestellt vollkommen frei zu fühlen. Für manche von euch ist das das Ziel. Für manch andere ist es, das zu realisieren, dass man wieder einen gemeinsamen Weg gehen kann. Dann hat das Ganze hier entweder mit Wiedergutmachung zu tun oder mit dem Verzeihen zu tun, welches dann aktiv oder passiv von euch aus natürlich jenes Gegenüber hier betrifft. Aber diesen gemeinsamen Weg erstmal wieder in die Wege zu leiten, das könnte genauso etwas sein, woran ihr hier versucht zu arbeiten. Deswegen habe ich hier auch zweimal die Zehn der Kelche, weil beides ein Ziel und zwar ein wirklich wichtiges Ziel für viele von euch darstellt. Und mit dem Gericht hat man hier nicht nur eben jene Prüfung, sage ich jetzt mal, kann davon eine Erkenntnis oder eben eine Art Wahrnehmung davontragen, zu wissen, wie weit man ist, sondern man kann dann auch abschätzen, wie weit ihr noch zu gehen habt, wie viel Zeit ist noch notwendig abzuwarten oder zu nutzen, zu realisieren, zu verarbeiten, wie weit müsst ihr noch gehen, wie viel Arbeit habt ihr noch zu leisten. Das ist dann all das, was man abschätzen kann. Und ich glaube, dass es hier für viele von euch um diese Rückverbindung in der einen oder in der anderen Form geht, was ich euch hoffentlich schon verständlich näher bringen konnte.
Ich möchte mir im weiterführenden Reading jetzt auf jeden Fall nicht nur die Outcome-Karten genauer anschauen natürlich, sondern auch generell über diese Situation einen besseren Überblick mir verschaffen. Ich möchte da noch tiefer eintauchen, ich möchte da noch mehr Details zum Vorschein bringen und dann natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze in Begriff ist, weiterzugehen. Liebe Jungfrauen, solltet ihr euch in einer derartigen, doch schon sehr prekären Lage oder doch schon sehr zwiespältigen Lage befinden, könnt ihr was mit den Energien anfangen? Resoniert ihr mit diesem Reading, kurz gesagt? Dann könnt ihr euch natürlich auch gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten, der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Solltet ihr die eine Sekunde Lebenszeit entbehren können, liebe Jungfrauen, freue ich mich über einen Like unter diesem Video, genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich habe da viel davon und kann damit viel anfangen. Ihr habt natürlich nichts Negatives daraus zu befürchten. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Februar weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.